Moin Moin zu einer weiteren Runde Open Transport Tycoon. Wir haben das letzte Mal, halt, ganz wichtig, ja, der Haugan ist ganz wichtiges Flugzeug. Wir haben das letzte Mal eine Konkurrenzfirma übernommen, dementsprechend jetzt genug Geld. Und das Spiel hat selbst schon einen neuen Gegner erzeugt. Der hat bis jetzt nur zwei Flugzeuge, ja, schön. Flugzeuge. Da waren wir gerade. Wir haben ja nur Passagierflugzeuge. Und jetzt hat man diesen, ich sag mal, Yate Haugan, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, hat man nur 100 Passagiere statt 200 und 20 statt 30 Postsäcke, aber statt 952 km/h 2329. Das ist das schnellste Flugzeug. Es kommen ganz am Ende noch genauso schnelle, aber wie ich ja schon mal gesagt habe, je schneller man was transportiert, desto mehr verdient man auch. So, jetzt haben wir schon 16 davon. Steigt natürlich die Ausgaben hier gleich mal 31, 32, 36, 38, 40, 42, 45, 48 Millionen, 50 Millionen an neuen Kosten für neue Fahrzeuge. Und wir haben immer noch 45, nee, 32, die ersetzt werden müssen. Damit schmälert das unsere Kasse doch gewaltig. Meinst du nach 11, 10? Mal schauen, wie viel das dann bringt. Man sieht aber hier schon den Unterschied. 1967 war noch die eigenen Flugzeuge. 68 haben wir die Firma gekauft und 69, und wir sind jetzt gerade, ja doch im November, bei 16 Millionen statt 12,5. Nur allein dadurch, dass wir schnellere Flugzeuge haben. Bei 79 von diesen schnellen Flugzeugen, das bringt schon einiges. Der Firmenwert ist jetzt auch schon bei 350 Millionen. Und ja, die KI, die andere, das sieht ganz gut aus. Zwei Flughäfen und zumindest irgendeinen Zug bauen, die KI. Drossel, halt. Puttkappen nach Rostock. Da, nach da. Ja. Gerade sehe dabei. Wir haben ja die Firma aufgekauft, die andere. Die hat natürlich durch die Algorithmen, findet die genau solche Strecken raus. Und wir haben ja zwei, ich sag mal, Leichen, was Bahnhöfe angeht. Aber wenn wir schon mal hier sind, oh, ich sehe gerade, wir können ja schon elektrifizierte Strecken bauen. Ich denke, das werden wir auch gleich mal machen. Wenn wir die Strecke ja sowieso haben. Zack. Die Brücken sind relativ lang, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Wenn die Brücke zu lang ist, dann hebt man einfach, weil man hat ja so viel Geld, den Meeresgrund an. Das ist immer noch zu lang. Weil ich möchte ja am Ende die Brücken haben mit einer hohen Geschwindigkeit, also 241 km/h. Auch das passt hier nicht. Könnte sein, dass das schon reicht. Genau. Ich meine, man hätte auch den Bahnhof einfach nur wegreißen müssen. Ging auch so. Halt.
Statt einem Warnow-Tunnel machen wir ganz einfach mal eine Warnow-Brücke. Normalerweise würde hier der Tunnel durchgehen, also hier ungefähr. Aber das wäre ja bloß für Touristen und ja, würde nur Maut kosten, bringt mir nichts. Also bauen wir hier einen Zug hin. Zack und da und nehmen wir die Kreuze. Kaputtkarten kann mich dann gar nicht mehr leiden. Aber passiert halt. Ja, ein paar Signale. Braucht man ja auch noch. Was transportiert der hier? Kohle. Ich habe natürlich, clever wie ich bin, alles mit alten Schienen gebaut. Nein. Das sind schon neue, das ist super. Wir haben jetzt sozusagen elektrifizierte Gleise und ja, das lohnt sich dann schon immens. Bedeutet, dass eigentlich auch die anderen Strecken noch elektrifiziert werden müssen. Wie man jetzt sieht, der Computergegner, die KI hat hier den Bahnhof schon abgerissen. Mal gucken, was er hiermit macht. So, wir wollen eigentlich nur zwei Züge, das reicht vollkommen. Dann kommen wir mal zurück raus. Hier oben haben wir Züge. Dieses da und diese Gleise aktualisieren wir mal auf Strom. Genauso wie diese in Hamburg und Bremen. Durch die Übernahme haben wir natürlich hier noch eine ganze Menge. Braunschweig habe ich definitiv nicht gebaut. Jetzt ist es natürlich so, dass man am sinnvollsten erst alle Gleise hochrüstet. Dann kann man von Dampf auf, ja, auf Elektrik umsteigen. Bei so einer Menge an Gleisen ist das natürlich schon nicht gerade wenig. Oh, jetzt hat man zwei Strecken Leipzig-Dresden. Die Strecke scheint wohl doch nicht so schlecht gewesen zu sein. Das ist eine Straße hier. Auch.
Zug aus. Das hatten wir gerade. Schauen wir mal, ob hier hinten noch was gebaut wurde. Das hatte ich noch nicht. Das müsste jetzt soweit alles gewesen sein, oder? Ich bin hier gerade mit Krakau nicht so sicher. Also doch nicht. So, jetzt müsste es das gewesen sein. Ich schalte mal wieder zurück. Und zwar sind wir jetzt 1973 und werden jetzt geballt von Dampf. Auf Elektro umsteigen. Wir haben sogar schon Elektrolux. Wahrscheinlich durch die Übernahme. Das Schlimme dabei ist, es gibt dann noch eine SH40, die ist noch ein Stück besser. Aber erstmal die SH30, womit wir jetzt schon 5,5 Millionen rausfeuern. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Diese ganzen Gruppen hier sind durch die AI, also die künstliche Intelligenz angelegt, ist zum Teil nicht schlecht. Also ich selbst mache es nicht, aber kann ja mal, naja, wohl. Das ist mir zu viel an Gruppen. Hier wird halt sortiert, was schickt. Welche Züge, welche Waren oder transportieren. So, die ersten 8 Millionen sind ausgegeben. Wollen wir mal schauen. Es sind aber immerhin noch, muss ich rechnen, 66 Züge über. Dampf, Diesel, endlich alle elektrifiziert werden. Genau. Damit haben wir den Übergang von Kohle und Diesel ab zur Elektrizität geschafft. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.